Gerade haben wir eine ziemlich bekannte Melodie gehört, gespielt von einem meiner Meinung nach der wunderschönsten Instrumente überhaupt, nämlich die Bratsche. Guten Tag, hier ist Silvia Navarro. Ich unterrichte Bratsche und Geige an der Bergischen Musikschule hier im Wuppertal. Und ich bin hier heute, um euch ein bisschen über die Bratsche zu erzählen und spannende Fakten darüber. Wie ihr euch schon mal bestimmt denken könnt, gehört die Bratsche zu der Familie der Streichinstrumente, zusammen mit der Geige, dem Cello und dem Kontrabass. Der Unterschied liegt vor allem an der Größe und dem Klang. Die Bratsche ist ungefähr in der Mitte, ist ein bisschen größer und tiefer, dunkler als die Geige, aber nicht so tief und groß wie das Cello oder schon gar nicht wie der Kontrabass. Die Bratsche besteht grundsätzlich aus Holz, weil Holz ein besonders guter Tonträger ist. Wir können drei Hauptteile unterscheiden. Einmal der Korpus, der Hals und die Schnecke, so eine Art von Kopf. In den Korpus können wir die Decke unterscheiden aus Fichtenholz und den Boden aus Ahornholz. Und die beiden Teile werden durch die Zarge verbunden. Zwischen Decke und Boden entsteht eine Art von Hohlraum und dieser Hohlraum funktioniert wie ein Lautsprecher. Weil wenn man eine Saite jetzt einfach so zwischen zwei Händen spannen würde und zupfen würde, das würde zwar klingen, aber es wäre so leise, dass es kaum hörbar wäre. Und deswegen brauchen die Saiten eine Art von Resonanzkörper, um den Klang lauter hören zu können. Also durch diesen Teil hier, das ist das Steck, das ist so eine Art von Brücke aus Holz, und durch den Stimmstock, was drin steht, werden die Schwingungen der Saiten über den ganzen Korpus verteilt und der Klang kommt dann durch diese Schalllöcher, was wir F-Löcher nennen, und durch die Mitschwingung der Decke raus. Dann haben wir hier den Hals, auf dem das Griffbrett sich befindet. Und über das Griffbrett laufen die vier Saiten der Bratschen. Die Saiten wurden damals aus Darm von Tieren gemacht, aber lange nicht mehr. Heutzutage werden sie aus Kunststoff gemacht. Der Kern der Saiten normalerweise aus Materialien wie Nylon oder Polyester. Und dann werden die Saiten umsponnen von Aluminium, Stahl oder im feinsten Fall von Gold. Die Saiten werden dann angespannt zwischen den Saitenhalter und dem Wirbel hier oben. Und je mehr vier Finger wir auf dem Griffbrett aufsetzen, desto höher klingt die Saite, weil die wird ja verkürzt. Genau. Dann haben wir die Schnecke hier, wo sich die vier Wirbel befinden, die sehr wichtig sind, weil durch die Wirbel können wir die Saiten stimmen. Wenn wir sie nach oben drehen, werden die Saiten angespannter und somit auch höher. Und wenn wir sie nach unten drehen, werden die Saiten lockerer und somit auch tiefer. Die Saiten der Bratschen können wir natürlich zupfen. Aber eigentlich wird es vor allem gestrichen, nämlich hier mit dem Bogen. Der Bogen besteht aus einer Holzstange und aus Pferdehaare, die zwischen dem Frosch und der Spitze angespannt werden und durch diese Schraube hier entspannt oder eingespannt werden können. Und warum eigentlich Pferdehaare? Naja, weil Pferdehaare sich besonders dafür eignen, weil sie ganz viele Schuppen haben, so wie Fischschuppen. Und diese Schuppen funktionieren wie eine Art von Widerhaken, die die Saite immer wieder mitnehmen. Und so entstehen die Schwingungen und somit der Klang. Aber sogar diese Pferdehaare brauchen ein bisschen Hilfe, nämlich von dem Kolifonium. Das ist eine Art von Stein, was aus Baumharz gemacht wird. Und es ist ganz klebrig, sodass wenn wir die Pferdehaare damit einreiben, werden diese Schuppen ganz klebrig und können an die Saiten viel besser haften. Und jetzt kommen wir mal zu der Bastelaktion. Und zwar, wir versuchen jetzt mal unsere eigene Bratsche zu Hause nachzubauen. Interessant wäre es aber, erstmal zu wissen, wie viel Zeit ein Geigenbauer eigentlich braucht, um eine Bratsche, eine echte Bratsche aufzubauen. Naja, eigentlich ca. 150 Stunden, ungefähr ca. 4 Wochen harter Arbeit. Und warum?
Die Bratte, auch wenn es so wie ein Einzelstück aussieht, besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Stücken, nämlich ungefähr ca. 70 Stücken, die dann mit einem ganz besonderen Leim aus Tierknochen und Tierhaut zusammen verklebt werden. Genau, und das erfordert unheimlich viel Zeit, Geduld und Geschicklichkeit. Aber keine Sorge, wir machen jetzt eine viel, viel einfachere Version zu Hause mit Materialien, die bestimmt fast jeder zu Hause finden kann. Und zwar, wir brauchen erstmal einen Holzstab. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Wessen einfach abgesägt. Die optimale Länge sind 44 cm, also dafür brauchen wir ein Maßband. Genau. Dann brauchen wir einen Joghurtbecher, aber es kann ja auch ein Plastikblumentopf sein. Genau. Und die Größe ist eigentlich auch egal. Je größer, desto lauter wird es danach klingen. Ne? Und dann haben wir den Joghurtbecher als Korpus, den Holzstab als Hals. Dann haben wir hier eine Ringschraube, die als Wirbel funktioniert. Dann eine Saite. Ich habe in diesem Fall eine alte Saite von meiner Bratze genommen, weil ich nichts anderes zu Hause gefunden habe. Aber ihr könnt auch einfach ein Nylonseil nehmen oder so. Das ist ja auch kein Problem. Ich würde euch empfehlen, das muss nicht sein, aber es klappt besser, um die Ringschraube herum eine Gummi zu tun, weil dann haftet die Saite viel besser. Dann brauchen wir einen Anspitzer, was als Steck funktionieren wird. Ihr könnt den Anspitzer mit Sekundenkleber ankleben, aber es muss ja auch nicht sein, weil wenn die Saite genug gespannt wird, dann reicht das ja auch. Und dann braucht ihr noch eine Reißzwicke, um die Saite anzuspannen. Die Reißzwicke könnt ihr einfach dann mit dem Hammer da reinhaben. Hammern. Genau. Und diese Ringschraube, naja, ihr könnt das ja erstmal vorbohren, aber das muss ja auch nicht sein. Ich habe das einfach mit ganz viel Kraft da reingekriegt. Vielleicht fragt ja eure Eltern nach Hilfe. Genau, und ich glaube, das wär's. Optional könnt ihr noch einen Schwan haben, dann ist es gemütlicher zu spielen, aber das muss ja auch nicht sein. Genau, in dem Becher müsst ihr zwei gegenüberliegenden Löcher machen. Am besten mit einem Stift erstmal malen, so hoch wie es nun geht. Und dann mit einem scharfen Messer da reinschneiden und mit den kleinen Scheren dann ausschneiden. Genau, dann den Holzstab da rein tun. Und genau, die Ringschraube würde ich als allererstes machen. Und dann könnt ihr direkt die Saite anspannen und den Anspitzer ankleben. Wenn ihr die Schraube dreht, wird die Saite entweder entspannter oder eingespannter. Also ihr könnt mit der Intonation damit ein bisschen spielen. Und jetzt gucken wir mal, wie das sich anhört. Ja. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Zuhören gehabt habt und dass ihr viel über die Bratsche gelernt habt. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen zu Hause.